Hallo zusammen und willkommen zurück zu Conan Exiles. Ja, in der letzten Folge sind wir umgezogen und haben hier den Ofen hingesetzt. Wir haben ja auch schon angefangen, hier Eisenbarren zu brennen. Das mache ich auch direkt mal wieder an. Und was ich noch sagen muss, ist, im Laufe der Woche gab es ein Update und dann wurden bei mir hier ungefähr die Hälfte der Rezepte zurückgesetzt. Und ich habe es jetzt ungefähr wieder so ausgewählt, wie es war. Was ein bisschen irritiert ist, dass hier ausgegeben, ich habe es in einem alten Video gesehen, bei ausgegeben 15 stand und verfügbar 1. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas vergessen habe oder ob die da irgendwie was geändert haben, was günstiger ist. Aber das ist ja egal, das wird uns noch auffallen. Oh, Nachlader. Ja. Ich war ja dabei, genau, den Steinmetz zu lernen. Wobei, den kann ich auch schon freischalten, dann mache ich das doch direkt. Okay, das Holzschild. Okay, so. Jetzt habe ich ja Steinmetz gelernt. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Achso, okay, das war extra. Was habe ich jetzt nochmal alles freigeschaltet? Okay, die Sandsteindecke. Mauer, Holztür und Fundament, genau. Ja, dann würde ich sagen, sammle ich etwas Steine. Erstmal gerade die Kiste öffnen. So. Jetzt gucke ich mal hier unten. Dann kann ich mir nämlich schon mal so langsam eine Basis bauen. Ich werde auch einiges an Stein brauchen. Da werde ich hiermit nicht auskommen. So, dann mal hier rüberlaufen. Also wenn ich mich mit dem Rezept vertan haben sollte, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ja, ich bin immer noch ein wenig krank. Hoffe, das bessert sich auch wieder. Zumindest die nächste Zeit. Bessern wird sich auf jeden Fall. Und ja. Den kann ich auch aufbauen. Und damit lande ich auch direkt schon im Kampf. Autsch. So, immer schön seitwärts. So. Ich werde jetzt immer 100er Packs hier abliefern. Ich kann dir mal gerade zeigen, wie viel das ungefähr kostet. Und zwar hier so ein Fundament kostet hier schon 50 Steine. Also, und das ist ungefähr anderthalb mal anderthalb Meter groß oder so. Also da braucht man schon ein paar mehr. Deswegen sammle ich direkt viel mehr Holz, viel mehr Stein. Dann kann ich nämlich auch mal ein bisschen das Base Building zeigen. Hier gibt es auch noch genug Stein. So. Das geht schon relativ schnell gerade. So, was brauchte ich nochmal? Okay, normales Holz. Ja, das macht es ein bisschen einfacher, wenn wir dafür immer Äste bräuchten. Dann wäre das ziemlich schwierig. So. Also haben wir 270 Steine. So. Ich werde mal ganz kurz einen Schluck trinken. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser. Ich habe nämlich so ein bisschen einen trockenen Hals gehabt gerade. Hat man wahrscheinlich gut rausgehört. Und ja, ich hoffe, es ist jetzt besser. Und es bleibt auch besser.
So, den kann ich doch eigentlich ausmachen. Wobei, nee. Brennt er überhaupt? Ja. Aber Holz ist aus, okay. Dann werde ich noch was Holz sammeln. So. Ich glaube 100 reichen erstmal. Ich sehe auch gerade, wir kriegen daraus auch Äste. Das ist auch wunderbar. Aufteilen, so. Und einmal hier rein und einmal anschalten. So. Ach, wobei da 70, da hole ich noch ein paar. Wobei, bevor ich loslaufe. Ich kann erstmal ein paar Fundamente bauen. So, 5, ja. Ach ja, ich kann ja nicht laufen. So, jetzt kann ich wieder laufen. Jetzt kann ich auch mal zeigen, wie groß die ungefähr sind. Also riesig sind die jetzt nicht, sieht man ja hier schon. Ich glaube, ich baue das auch jetzt direkt hier unten hin. Ich weiß nicht, ob die... Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die Büsche da stehen geblieben sind. Einfach mal... Ja doch. Okay, das ist ein bisschen schade, aber egal. So, dann würde ich sagen, 1, 2, 3 baue ich, 4 baue ich noch. Ja, gut. Stein. Oh, verdammt. Habe ich irgendwas mit? Nein, habe ich nicht. Verdammt. Nicht, dass wir jetzt direkt schon wieder einen Schlafsack brauchen. Jetzt habe ich ein Problem. Komm, gib mir ein paar Maden, die reichen erstmal. Nein. Ja. So. Jetzt erstmal Nahrung besorgen. Komm, komm, komm. Und... Okay. Krieg ich hier welche raus? Komm, mach hin. Nein, verdammt. Oh oh. Gib mir doch um. Ja. Wenigstens bis ich was gebraten habe. Bin ich jetzt überhaupt richtig? Ich glaube nicht, nee. Ah, egal. Hier habe ich ein paar Eier. Autsch, 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 autsch. Energie habe ich genug. Also, lauf. Ach ja, da war das. Hier links ist doch der See, oder? Ich mal hier hoch und mach mal direkt das Feuer an. So, schnell an. Was? Nein, anmachen. Oh oh. Hui, zum Glück sind wir ausgewichen. Ah, du kriegst uns nicht mehr klein. Und einmal Essen besorgen. Viel kam da jetzt nicht raus. So, hier das da rein. So. Einmal reparieren. So. Aufteilen. Und das hier essen. So.
Okay, das bringt auf jeden Fall ordentlich was. Das hier ist jetzt auch fertig. Das ziehe ich mir noch rein. So. Trinken. 5. Okay, das ist leer, verdammt. Der See war doch hier rechts. Einmal Fackel. So. Und einmal auffüllen. Oh, neue Sounds. Und das für mich jetzt auch so ein bisschen was her, seitdem ich das letzte Mal Conan gespielt habe. Wie gesagt, es gab zwischendrin ja ein paar Updates. Da kam anscheinend dann auch diese Sounds hinzu. Die sind mir vorher nicht so aufgefallen. Also ich glaube nicht, dass sie da waren. So, das mache ich aus mal. Es wird noch was halten. Das auch. Hält dann sogar noch ein bisschen besser. Und 4 wollte ich noch bauen. 4. Okay. Also drücke ich immer 7. So, erstmal ein bisschen Holz. Ich glaube 200 reicht jetzt erstmal. Stein war hier hinten. Auch kurz nochmal was besorgen. Sechs, drei. Oh, oh. Jetzt kriegst du. Komm her. So. Taucht einfach aus dem Nichts auf. Ups, da habe ich ein bisschen zu viel abgebaut. Reicht das schon? Ach, ablegen. Oh, ja, das reicht schon. Dann kann ich nochmal zurückgehen. So. Der sollte jetzt da ansetzen, ja. So, und so. Dann fehlt uns eine noch. Was sagt sich hier das? Okay, 7 Eisenbarren. Dann kann ich das hier ausmachen. So. Und schon wird es wieder hell. Essen immer schön im Auge behalten. Haben die jetzt eigentlich... Ah, verdammt. Ich wollte gerade gucken, ob die was dabei haben. Eins hatte ich noch gesagt. Dann machen wir das doch direkt. Minus 50, okay. Vielleicht noch ein bisschen mehr sammeln. So. Da haben wir wieder das Problem. Einmal 8 und einmal hier ansetzen. So, was brauchen wir dann? Wir brauchen Wände. 4 Stück kann ich mir schon herstellen. Wunderbar. Vielleicht schon mal ein bisschen. So, ja, jetzt muss ich mal gucken, wie viel braucht der denn überhaupt? Gut, dann kann ich ja... So, jetzt muss ich mal gucken. Außenseite. Müsste ja eigentlich... Ich weiß nicht mehr, wie das war. Das war ein bisschen kompliziert. Ich glaube, Außenseite musste falsch rumstehen. Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, so rum musste es stehen. Ja. Das war ein bisschen irritierend, weil ich hatte es am Anfang so gemacht, dass Außenseite halt richtig rumsteht. Dann ist aber das Holz außen. Und hier werden wir angegriffen. Und einmal springen. Und den dann nehme ich mit. So, jetzt kann ich auch mal gucken. Ne, die haben noch nichts dabei. Ja, wobei, was sollen die eigentlich auch dabei haben? Das sind... wilde Tiere, die werden nicht mal eben irgendwie, keine Ahnung, einen Bogen dabei haben oder sowas. So. Stein war ich dran. Hey. Habe ich eigentlich noch Holz zum Reparieren? Ja, genug.
Aber ich sehe, ich habe 100 Stück dabei. Und nochmal 70, dann werde ich das splitten und so. So, das reicht auf jeden Fall. So. Komm, erst mache ich direkt nochmal voll. So. Hier haben wir noch ein paar Steine. Das geht jetzt relativ schnell mit dem Basisbauen. Was so ein bisschen schade ist, ich habe halt noch keine Fenster freigeschaltet. Die kommen nämlich später. Kann ich auch mal gleich zeigen. Ich werde aber erstmal in Auftrag geben, dass der die, ja, die Wände baut. So, und dann hier das noch. Und da haben wir wieder Eisen bekommen, sehe ich gerade. Ein bisschen was. Wände. So, drei Stück. Drei Stück müsste passen. So, jetzt kann ich das mal gerade zeigen. So. Genau, hier kommen die Fenster. Die könnten wir uns, wobei, die könnten wir uns theoretisch freischalten, aber ich wollte was ganz anderes freischalten. Und zwar wollte ich vielleicht mal hier rauf gehen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das mal erwähnt hatte in einer der Folgen. Das sind die Sachen, damit können wir, ja, damit können wir später Verbündete, also verbündete NPCs kriegen. Also die, die wir die ganze Zeit angreifen, diese Menschen. Damit können wir die K.O. schlagen, damit können wir dann zur Basis schleppen und ja, hier könnt ihr euch ja die Beschreibung durchlesen. Ein Rad, das den Körper stärkt und den Willen bricht. Das heißt, die werden dann für uns wahrscheinlich kämpfen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, um hier später hinzukommen. Das ist ja die berüchtigte Stadt. Da war ich selbst bisher noch nie. Bin ich schon sehr gespannt, was da kommen wird. Aber bis dahin wird es noch ein, ja, etwas längerer Weg werden. Einige Hürden werden auftreten und ja. Also. Ich glaube, es ist besser, dass die hier uns immer angreifen. Weil, ich glaube, die geben ein bisschen mehr XP als die Trolle. Das ist ja gut zum Aufsteigen. Somit kommen wir dann schneller weiter. Als ich werde versuchen, so wie hier, immer Stück für Stück nach vorne zu kommen. Und dass wir halt immer, wie heißt es, stärkere Gegner kriegen. Aber somit halt auch immer mehr XP. Ich weiß gar nicht, ob die Verbündeten später, ob die auch XP-Punkte geben, wenn die irgendwie jemanden angreifen oder so. Oh. Also damit habe ich mich noch nicht groß beschäftigt. Ich habe mir nur angesehen, wie es ungefähr läuft. So. Kriegen wir noch ein bisschen Stein mit? Ja, wunderbar. Aber ich denke mal, ihr seid auch ziemlich dran interessiert. Zu sehen, wie das ist, wenn man einen NPC als Verbündeten kriegt. So. Die Tür baue ich dahin. So. Wie viel fehlt uns denn noch? 3, 4. So. Ausdauer leer. Hier packe ich schon mal das Eisen rein. Was? Wieso öffnet er sich nicht? Vielleicht weil ich gerade was am Machen bin. Oh, reparieren. So, ich werde gleich mir nochmal einen Schluck zu trinken besorgen. Für die zweite Folge. Da ist irgendwie gerade ein Fehler. Das ist ein bisschen schade. Vielleicht liegt es auch daran. Das ist auch eine Neuerung. Okay, wusste ich nicht. Weil ich das Schild in der Hand hatte. Muss man auch erstmal drauf kommen. Ich dachte gerade schon, der will nicht mehr reagieren. So, kann ich hier einschalten. So. Und, ja, ich sehe, wir sind am Ende einer Folge. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Würde mich wie immer über einen Daumen nach oben und Kommentare freuen. Und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Und wenn ihr neu auf meinem Kanal sein solltet, würde ich mich natürlich auch über euer Abo freuen. Und bis dahin, ciao und bis zur nächsten Folge.